Gegrüßt, liebe Leute. Sarah Wagenknecht war mal wieder bei Markus Lanz zu Gast und wir reagieren auf diesen Auftritt. Es geht um den Rücktritt der Grünen-Spitze sowie um die deutsche Ukraine-Politik. Mir wurde zugetragen, dass eine Reaktion hier drauf sehr lohnenswert sei, da Markus Lanz sich gegenüber Sarah Wagenknecht mal wieder furchtbar verhalten würde. Also die letzten Sendungen ging es fast. Also man ist ja von Markus Lanz wirklich Schlimmes gewohnt. Die letzten Sendungen war es jetzt nicht ganz so schlimm, also bin ich gespannt, was er diese Sendung wieder anstellen wird. Wie gesagt, ich habe das Ganze nicht gesehen, mir wurde das nur zugetragen. Ich bin genauso gespannt wie ihr. Ist ja nicht deswegen falsch, weil die Grünenspitze zurücktritt. Und natürlich haben viele Menschen eine immense Wut auf die Grünen, weil die Grünen natürlich auch für viele Entscheidungen verantwortlich sind, die das Leben der Menschen verschlechtert haben, die ihr Alltag noch schwerer gemacht haben. Und ich glaube, was die Menschen besonders empört, ist, dass das bei den Grünen immer noch so mit einem moralischen Gestus daherkommt, dass man also, wenn man zum Beispiel den CO2-Preis erhöht, wo jeder weiß, das nützt nicht dem Klima, sondern sollte Haushaltslöcher stopfen, dass das jetzt auch noch eine moralische Großtat ist. Und das macht die Menschen wütend, dass da einige so sich gebärden als okay, die besseren Menschen und die also auch moralischeren Menschen. Und das schürt natürlich Wut. Wann haben Sie zuletzt einen Grünen gehört, der sich als moralisch besserer Mensch geriert hat? Konkret. Ja, es wird doch dem Habeck, Baerbock, also unsere grünen Spitzenpolitiker, die fahren nach China und erklären den Chinesen, wie sie das mit den Menschenrechten zu machen haben. Also Baerbock hat sich ins US-Fernsehen gestellt und Xi als Diktator beschimpft. Also die wertebasierte Außenpolitik, die ist doch letztlich nur eine Manifestation, dieses sich als besserer Mensch gerieren. Also das hat ja realpolitisch überhaupt keinen Nutzen. Das schadet Deutschland im Gegenteil sehr stark. Dass das Ganze Heuchelei ist, also vor allem angesichts dessen, wie sich Deutschland zum Nahostkonflikt verhält, ist nochmal ein anderes Thema. Aber das zeigt doch, wie dieser Duktus, wie dieser Habitus bei den Grünen wirklich komplett verankert ist und wie die gar nicht anders können, als sich die ganze Zeit als die Guten zu inszenieren. Menschen erklärt, die konkret, grüne Politik. Wo? Wer, ja, natürlich, wann, wo? Wenn die Debatte zum Beispiel geführt wird über Fleischsteuern, über CO2-Preise, über E-Autos, wird den Menschen, die sich zum Beispiel ein E-Auto gar nicht leisten können, in deren Region ist überhaupt keine Infrastruktur. CO2-Preise waren doch nicht die Grünen, die beschlossen haben, CO2-Preise anzuheben. Nein, das stimmt. Ja, aber die Grünen haben es gefordert. Also es war auch nicht die Linke, die dafür gesorgt hat, dass ein Mindestlohn eingeführt wurde. Trotzdem hätte es ohne die Linke keinen Mindestlohn gegeben. Also das ist doch jetzt nicht schwer zu verstehen. Stimmt, das war damals die große Koalition, aber die Grünen haben sie natürlich mit besonderer Begeisterung vertreten. Sie sagen, die stehen für diese miesen CO2-Preise und stellt sich bei ganz simpler Nachfrage. Ja, die Grünen haben das maßgeblich vorangetrieben. Kritisiert. Also die Grünen sind ja schon die Partei, die gerade die Verteuerung des Lebens aus angeblichen Klimaschutz- oder Umweltgründen immens verkörpern. Das ist ihr Konzept. Geht es um den Punkt, Frau Wagenknecht? Das haben sie auch schon bei Gerhard Schröder mit der Ökosteuer gemacht. Also die haben das auch in reale Politik umgesetzt, als sie in der Macht waren. Mal zwar die CO2-Steuer hatten nicht so innen, aber die haben das damals schon gemacht, deswegen ist Tanken heute so teuer. Genau und präzise die Grünen damit zu tun haben. Gibt noch so einen Satz von Ihnen. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung traut sich nicht mehr frei, ihre Meinung zu sagen. Die Grünen sind die Haupttreiber dieser, Achtung, autoritären Cancel Culture, die, ich zitiere wörtlich, totalitäre Züge trägt. Ja, also das ist ja eine Umfrage, dass mehr als die Hälfte totalitäre Züge. Ja, wenn ich zum Beispiel, eine Grünen-Politikerin hat vor einiger Zeit ein Video gemacht, da hat sie gesagt, auch die Wahrheit kann Desinformation sein, wenn sie in einem falschen Kontext ist. Ja, und das ist erstmal, an dem Satz ist aber erstmal auch nichts falsch, ne? Na, ich weiß. Doch, falsche Informationen sind nicht nur Informationen, die falsch sind, sondern auch solche, die unsere Demokratie destabilisieren oder wie das da genau formuliert war. Also das, ich weiß es nicht mehr genau. Ich habe damals darauf reagiert, ich war echt schockiert. Das ist ja wirklich unglaublich. Hier wird einfach der Begriff Falschinformation oder Desinformation in Orwellscher Manier umdefiniert, um da wirklich alles bekämpfen zu können. Ich weiß nicht, die Wahrheit ist in meinen Augen nicht Desinformation. Nein, aber wenn sie auf den Kontext hinweist, hat sie doch recht. Man kann doch Dinge nehmen, die wahr sind, aus einem Kontext herausreißen und sie wirken vollkommen anders. Aber Sie sind eine Meisterin darin. Sie sind nicht Desinformation. Also es ist immer noch ein Unterschied zwischen Wahrheit, also zwischen Dingen, die stimmen und die nicht stimmen. Und die Grünen schüren natürlich auch eine Debatte. Nee. Herr Habeck hat sich hingestellt. Nee. Also jetzt zu der Frage, weil Sie haben ja recht, auch gegen die Grünen wird teilweise in einer Weise argumentiert, die ich auch nicht teile. Das aber sie Herr auch Habeck, wirklich prima, wenn Sie sagen, die dümmste Regierung der Welt, dann ist das nicht Europas, habe ich gesagt. Okay. Aber die dümmste Regierung. Geht es ein bisschen differenzierter. Das sind solche Sätze, wo ich denke, mit welchem Ziel sagt man sowas? Was möchte man da machen? Man möchte im Grunde genommen gesellschaftliches Klima vergiften. Nein, man möchte ein gesellschaftliches Klima anheizen und vergiften. Nein, man ist Opposition und möchte die Regierung kritisieren, die
gerade unser Land ruiniert. Anders kann man es ja nicht sagen. Was macht diese Regierung denn? Die Industrie haut ab, der Wohnungsbau stürzt ein, während die Regierung versprochen hatte, mehr Wohnungen zu bauen. Die Reallöhne brechen ein, die Bevölkerung verarmt. Also was ist das denn? Also als Opposition muss man sowas doch kritisieren. Vergiften. Und das habe ich. Man kann die doch kritisieren, das ist überhaupt keine Frage. Ja, aber ich finde es auch nicht okay. Ich finde es auch nicht okay, so zu tun, als würden die armen Grünen von allen böse attackiert. Herr Habeck hat sich vor der Wahl hingestellt, in der Öffentlichkeit dagegen jetzt auch juristisch wurde, hat er behauptet, wir würden von Putin finanziert. Mhm. So, also ich meine, das sind ja Unterstellungen. Also sowas finde ich im politischen Diskurs wirklich eine Ungeheuerlichkeit. Sie haben da den Punkt, Frau Wagenknecht, das ist auch richtig. Und das ist auch, glaube ich, was Sabine Adler meint, wenn sie sagt, da hat der Ton, die Schärfe in der Auseinandersetzung krass zugenommen. Kader Lang bezeichnet sie als Putins Pressesprecherin. Renate Künast sagt Radio Moskau und eine der faulsten Abgeordneten in einer Person. Meint sie damit? Und andere Dinge. Also das ist tatsächlich so, da wird richtig ausgeteilt. Ich würde gerne trotzdem noch einmal ganz kurz auf diesen Punkt kommen mit dem Totalitarismus. Also jetzt ernsthaft sagt man irgendwie, diese Grünen sind sozusagen sowas wie eine totalitäre Partei. Das kann man doch nicht so in einen Topf werfen. Ich habe nicht gesagt totalitäre Partei. Ich habe gesagt, Sie benutzen totalitäre Züge. Ich sehe eine Gefahr, und das betrifft nicht nur die Grünen, dass wir das Meinungsspektrum immer mehr verengen. Sie spielen mit diesem Begriff. Oh. Und dass es auch immer mehr Druck gibt. Also ich gehe mal auf diesen Begriff Totalitarismus ein. Der ist total unscharf. Es gibt politische Theoretiker, die versucht haben, ihn zu definieren. Der beruht auf der Totalitarismus-Theorie, nämlich dass linksextremer Totalitarismus und rechtsextremer Totalitarismus eigentlich ganz ähnlich sein und demgegenüber dann die liberale Demokratie stünde. Also es ist offensichtlich eine Theorie, die nur dazu da ist, um den Liberalismus in gutes Licht zu rücken. Sowas wie einen liberalen Totalitarismus. Also was wir hier gerade erleben mit den Grünen, den kann es nach dieser Theorie gar nicht geben. Daher kommt dieser Begriff, deswegen ist der auch so unscharf und analytisch so unbrauchbar. Also ein Merkmal des Totalitarismus laut Hannah Arendt ist beispielsweise ein globaler Geltungsanspruch. Und was, wenn nicht das, hat bitteschön der westliche Liberalismus. Also der will überall Freiheit, Demokratie, Menschenrechte herbringen und überall die Regenbogenflagge wehen lassen. Also der will überall eine neoliberale Schocktherapie durchführen und Länder, die das nicht machen, die werden durch brutalste Mittel des Wirtschaftskrieges in die Knie gezwungen. Also was, wenn nicht einen globalen Geltungsanspruch, hat denn der westliche Liberalismus? Also es ist ja etwas Totalitäres, wenn man so will. Also wie gesagt, wenn man das jetzt von diesem Wort nimmt, dass dieses Wort selbst relativ schlecht zu definieren ist. Wie gesagt, es gibt Leute wie Hannah Arendt, die haben sich dran versucht. Das ist dann die andere Seite der Medaille. Gibt auf Menschen. Also der Verfassungsschutz zum Beispiel, dessen Präsident hat sich vor einiger Zeit die Autorität genommen, das ist eigentlich verfassungswidrig, einen neuen Tatbestand einzuführen, nämlich den sogenannten Tatbestand der Delegitimierung des Staates. Das ist ein völliger Schwammbegriff. Aber ja, sehr gut, dass sie das anspricht. Ja, also das höre ich auch in Mainstream-Diskussionen viel zu selten. Ist gut, dass Wagenknecht das da jetzt reinbringt. Also der Verfassungsschutz, der hat sich jetzt zu einer Gesinnungspolizei erhoben. Wenn du die falsche Meinung hast, also eine Meinung, die zu weit weg ist von der Bundesregierung, dann delegitimierst du plötzlich den Staat. Also das ist der Stand, den wir in Deutschland mittlerweile erreicht haben. Aber der Verfassungsschutz ist jetzt berufen, dass er in dieser Frage quasi tätig wird. Und selbst die Süddeutsche hat auch gesagt, das jüngste Gesetz bezogen auf den Verfassungsschutz sei die Lizenz zum Anschwärzen, weil er kann Menschen, die er dort einordnet, dann auch im privaten Umfeld anschwärzen. Das sind Tendenzen. Ich finde, wir müssen darauf aufmerksam machen. Wir leben noch nicht in einer totalitären Gesellschaft. So. Natürlich nicht. Aber es sind Entwicklungen, die mir Angst machen. Ja, ich verstehe. Mir geht es aber trotzdem um eine Formulierung, die da lautet, die Grünen... Nach dem 7. Oktober wurden hier massenhaft Nahostdemonstrationen verboten. Leute, die in die Nähe von BDS gerückt werden, also die müssen nicht mal dazugehören. Es reicht, wenn sie medial so gefragt werden, die werden ausgeladen, die kriegen Einreiseverbote. Also ich habe das neue Buch von Michael Lüders gesehen. Es ist echt gruselig, was er da alles schildert. Also ich habe das ja zum Teil auch mitbekommen. Also beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, da werden Journalisten rausgeworfen, wenn sie die falsche Meinung zum Nahostkonflikt haben. Also du kannst berufliche Probleme kriegen, wenn du die falsche Partei wählst. Also dir kann deine Ausbildung gekündigt werden, weil du die AfD wählst. Und das ist jetzt, okay, das ist jetzt was aus dem Privatsektor, aber das sind doch alles Tendenzen, die sehr, sehr gefährlich sind. Sind die Haupttreiber dieser totalitären Entwicklung. Auch in der Corona-Zeit. Ich meine, wer war am aggressivsten, um Ungeimpfte zu ächten, um Maßnahmen, Schulschließungen, Lockdowns zu fordern, auch die Grünen, bevor sie in der Regierung waren? Sie waren da ganz vorn. Sie waren nicht die Einzigen. Also Herr Lauterbach war auch schlimm. Und dass der Mann noch im Amt ist, ist wieder ein Aber Beispiel der war nicht für mich. Im Amt zu dieser Zeit. Na doch, bei den ganzen 2G und die ganze Debatte, Pandemie der Ungeimpften, wo man inzwischen weiß, selbst das RKI hat gesagt, das war falsch. Trotzdem wurde das massiv vertreten. Also ich finde auch, dass da Politiker langsam mal Verantwortung übernehmen können.
ist Kanzlerin. Nein, bei den Ungeimpften, bei der Pandemie der Ungeimpften noch nicht. Ich würde Frau Wagner einmal kurz Herrn Kellner fragen an dem Punkt, was Ihnen durch den Kopf geht, wenn Sie das hören. Ja, ich will noch mal sagen, also totalitär bezeichnen wir eigentlich Regimes wie Stalin oder Hitler. Und dieser Vergleich ist sowas von eher abschneidend. Er ist, glaube ich, von den Grünen, also der da jetzt gerade eingeblendet wird. Und ist einfach eine Vergiftung des politischen Diskurses. Ich will noch mal sagen, was haben wir geleistet? Ich meine, wir sind reingestürzt in eine brutale Energiekrise durch den Angriff Russlands. Nein, das ist eine Lüge. Also das sind jetzt diese Desinformationen. Dass Russland die Ukraine angegriffen hat, hat hier keine Energiekrise ausgelöst. Die Energiekrise wurde ausgelöst durch die europäischen Sanktionen gegen Russland, durch den Wirtschaftskrieg, den wir gegen Russland führen. Also Russland hätte auch weiter Gas geliefert. Wir könnten immer noch russisches Gas beziehen, ganz ungeachtet dessen, was in der Ukraine passiert ist. Also das hätte man einfach ignorieren können. Auf die... Also, wie gesagt, da besteht jetzt kein kausaler Zusammenhang. Ich bin natürlich trotzdem dafür, dass man da diplomatische Initiativen und alles ergreift, aber da besteht jetzt kein kausaler Zusammenhang, so wie er das suggeriert. Darauf wollte ich gerade hinaus. Ukraine. Wir haben die Energiepreise wieder runterbekommen. Wir sehen heute übrigens, ich will nur ein Reizwort aus den ganzen Debatten und Falschnachrichten der Vergangenheit einmal aussprechen. Wir haben heute gesehen, die Heizpreise gehen runter und was ist die effizienteste und kostengünstige Sache? Die Wärmepumpe. Wer kann bis zu 70% Förderung bekommen? Die Menschen mit geringem Einkommen unter 40.000 Euro. Das haben wir getan. Und das ist auch richtig. Da haben wir einen großen Erfolg gehabt in diesen schwierigen Zeiten. Und natürlich ist es so. Ich meine, Frau Wagenknecht hat einen Verein gegründet. Ein Verein, der liegt nicht in strengen Regeln eines Parteienrechts, hat die größte Spende, die es jemals im deutschen Parteiensystem von 5 Millionen bekommen. Ihr Banker in Sachsen ist kremlnah. Also, dass man den Eindruck haben kann. Was ist das für eine Hetze? Also, es geht hier um die Volksbank Pirna und die ist nicht kremlnah. Die macht einfach das, was eine normale Bank macht und vergibt Bankkonten an Leute, ohne deren politische Gesinnung zu prüfen. Mittlerweile wurden selbst bei der Volksbank Pirna Konten gekündigt von oppositionellen Magazinen. Ich glaube, Apolut hat das beispielsweise betroffen. Also selbst die Volksbank Pirna, die selektiert jetzt nach teilweise zumindest nach Gesinnung aus, aber der hat das auch nichts geholfen. Also sie war trotzdem als kremlnah diskreditiert von den Grünen. Das hier pro-russische, pro-Putin. Ja, und da muss man sich auch mal fragen, wer hat bei der Volksbank Pirna da im Hintergrund Druck gemacht? Also da sollte man vielleicht mal nachforschen. Vertreten werden, das ist doch nun, da muss man wirklich nicht Politikwissenschaften studiert haben, das kann man ja einfach wahrnehmen. Und ich will noch zu Frau Adler sagen, also wir werden unsere Parteivorsitzende bestimmt nicht nach Gefälligkeit für Friedrich Merz auswählen, sondern danach, wie wir die Partei sozusagen nach vorne bringen und das ist das entscheidende Kriterium. Nochmal sagen, bevor es Frau Wagenknecht tut, das ist jetzt auch wieder so Teil dieses Spiels, dass ich ehrlich gesagt an dem Punkt nicht verstehen kann. Ich habe gerade interessanterweise hier in diesem Hause im ZDF eine längere Reportage darüber, wer die Menschen sind, das Ehepaar ist, das diese 5 Millionen gespendet hat. Also nach allem, was wir wissen, ich sage es mit aller Vorsicht, haben die mit Moskau und dem Kreml und mit Putin gesagt, genau gar nichts zu tun. Aber Sie haben noch viel zu besprechen. Ich würde gerne von dem Thema weg und gerne abschließend Herrn Kellner fragen. Sabine Adler ist ja da genau auf der Spur. Geht da jetzt die Tür Richtung CDU auf? Also was mir auffällt ist, wie auffallend nett Friedrich Merz über die Grünen in letzter Zeit, wie soll ich sagen, nichts sagt. Das ist sozusagen für seine Verhältnisse schon sehr, sehr viel, weil alle anderen stänkern und pesten und werfen die Nebelkerzen. Und wenn man jemanden wie Herrn Huber hört, der CSU-General, der vergangene Woche hier saß, der sagt, das geht auf gar keinen Fall, da wird dieses Feindbild der Grünen immer weiter zementiert. Friedrich Merz hält sich auffallend zurück. Wie sehen Sie denn Friedrich Merz, die CDU von Friedrich Merz diesbezüglich? Das interessiert uns nicht, wie er Friedrich Merz sieht. Also meine Prognose, ich weiß nicht, ob die Ampel durchhalten wird, aber meine Prognose, wenn sie nicht durchhalten sollte, dann wird man die Grünen aus der Bundesregierung kegeln, die FDP drin lassen und die Grünen durch die CDU austauschen und Merz schon vorzeitig zum Kanzler machen. Wenn die Ampel durchhalten sollte, dann wird Merz nach der nächsten Bundestagswahl zum Kanzler gewählt. Und wenn es reichen sollte, dann in der schwarz-roten Koalition. Wenn es nicht reichen sollte, ja, dann schwarz-rot-grün. Also Merz hat kein Problem, mit den Grünen zusammen zu regieren. Also die Alternativen wären ja BSW und AfD und mit denen ist ja Zusammenarbeit ausgeschlossen. Also das ist meine Prognose zu diesem, dem, was in der Bundespolitik noch passieren wird. Ich weiß natürlich auch nicht. Also auch gespannt, ob die Ampel durchhält. Gehe aber leider ganz stark davon aus.
Und ich gehe auch leider davon aus, dass der nächste Kanzler dann Friedrich Merz heißen wird und sich dann auch nichts Substanzielles ändern wird. Ja, das ist ja nichts Sensationelles. Doch, doch. Ich habe mich mit Herrn Kretschmer getroffen. Ich frage nur für einen Freund. Muss der nach Berlin kommen, zu Ihnen, oder fahren Sie zu ihm nach Potsdam? Also der muss gar nichts. Wir haben ein Treffen vereinbart. Wo? Und das werden wir im Nachhinein auch mitteilen. Wir sind aber in Berlin. Das ist doch aber nicht wichtig. Nee, also, ich will verstehen, empfangen Sie ihn oder er Sie? Wissen Sie, ich fand auch die Debatte jetzt bei den Treffen mit Herrn Vogt und Herrn Kretschmer, da wurde ja so gesagt, ja, ich habe hier irgendwie Hof gehalten. Also ja, was ist denn das für ein Niveau? Wir haben uns zusammengesetzt, wir haben überlegt, ob das... In ja, sicher in Berlin, weil... Warum, in Frau Wagenknecht? Naja, ich meine, der Spitzenkandidat aus Thüringen saß gestern hier, war sehr interessant, der saß gestern hier, der versucht jetzt eine Koalition in Erfurt auf die Beine zu stellen. Sie waren ja gar nicht die Kandidatin in Thüringen. Ist zwar Ihr Heimatland, aus dem Sie stammen und so weiter, und Thüringen liegt Ihnen mit Sicherheit am Herzen, aber die Spitzenkandidatin sehen wir gerade da links im Bild, ja, Katja Wolf, so ehemalige Oberbürgermeisterin aus Eisenach, ne, die wir hier auch schon mal erlebt haben, sehr interessante Frau. Aber Sie lassen ihn in Berlin antanzen. Er hat dann versucht zu erklären und sagte, naja, also... Ich lasse niemanden antanzen. Ja, 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 ja. Also, er sagte, naja, ich hatte zufällig da Termine in Berlin und dann habe ich mich... Gott, man schaut halt, ob es genug inhaltliche Übereinstimmung für eine Zusammenarbeit gibt. Und ja, ich würde halt davon ausgehen, gibt es wahrscheinlich nicht. Also, egal, vielleicht kommen wir dazu noch. Aber das ist jetzt wirklich albern, dass Lanz die Form hier kritisiert, anstatt mal auf den Inhalt zu gehen. Hat jetzt mal mit Sarah Wagenknecht getroffen. Und Michael Kretschmer hat... Haha, das wird noch lustig. Lanz reitet da nun 3 bis 4 Minuten drauf rum. Och nee, da habe ich wirklich keine Lust drauf. Also, ich überspringe mal die nächsten paar Minuten. Mal gucken, ob... Also, das finde ich wirklich lächerlich. Ein Interesse. Hm. Wir wollen eine Regierung auf den Weg bringen, die Menschen überzeugt. Wo sie das Gefühl haben... Wollen Sie das wirklich? Ist das eigentlich im Interesse Ihres Bündnisses? Also wirklich mitzuregieren? Ich gebe zu, also... Nein. Ist das nicht, also das BSW ist eine oppositionelle Kraft gegen die grundfalsche Politik, die gerade in Deutschland gemacht wird. Und mit den Parteien, die diese Politik schon seit 40 Jahren machen, wird eine Zusammenarbeit nicht möglich sein, da die diese Politik gerne weitermachen würden wollen. Also selbst wenn man einen guten Koalitionsvertrag zustande bekäme, wovon ich nicht ausgehe, sehr unwahrscheinlich, selbst wenn das möglich sein sollte, wird der Koalitionspartner, egal ob SPD oder CDU, in dieser Koalition alles sabotieren, was auf grundsätzliche Veränderungen hinausläuft. Sei es Corona-Aufarbeitung, sei es Reformen des Bildungswesens, sei es Einstellen von mehr Lehrer, Aussetzung der Schuldenbremse beispielsweise. Das müsste man ja auf Bundeslandebene machen. Also wenn man mehr Geld in die Schulen, mehr Geld in die Infrastruktur investieren wollte, dann müsste man da die Schuldenbremse aussetzen, da man anders gar nicht an genug Geld käme. Und das wird mit SPD und CDU nicht zu machen sein. Das heißt, man kann in den Koalitionsvertrag die schönsten Sachen schreiben, also... Diese Parteien wollen keine andere Politik. Sie wollen diese Politik, die sie gerade machen, weil sie das seit 40 Jahren so machen. Vor einem halben Jahr haben wir gesagt, wir freuen uns, wir wollen in die Landtage einziehen und wir sind eine junge Partei. Normalerweise kommt man da nicht direkt in eine Regierung. Aber wir haben ja jetzt so ein starkes Votum der Menschen bekommen. Und wir haben Wahlergebnisse, das betrifft ja nicht nur unser Ergebnis, das betrifft auch das AfD-Ergebnis. Wir haben Wahlergebnisse, die zeigen, dass die Menschen sich Veränderungen wünschen und dringend auf Veränderungen warten. Verstehe ich, aber nochmal, in Thüringen ist ein gutes Beispiel. Katja Wolf ist ja eine populäre Spitzenkandidatin. Da sehen wir sie nochmal. Warum darf die das nicht machen? Warum trifft die sich nicht mit Mario Vogt und verhandelt das? Die Leute haben ja sie gewählt. Ja, also ich glaube schon. Ihr hattet recht. Also Lanz reitet ein paar Minuten. Wir hätten jetzt darüber reden können, welche inhaltlichen Kompromisse kann es zwischen CDU und BSW geben. Also wirklich über Inhalte reden. Und was macht Lanz? Reitet weiter auf der Form rum. Also es ist wirklich lächerlich. Schon, dass bei den Wahlen ich nicht ganz unerheblich war. Natürlich haben sie unsere Partei gewählt mit allen Kandidaten, auch mit den Spitzenkandidaten. Und selbstverständlich werden die konkreten Sondierungen und auch wenn es dann Koalitionsverhandlungen gibt, werden die von den Fachpolitikern vor Ort geführt. Also ich werde ja jetzt nicht in Erfurt am Tisch sitzen, wenn über Koalition verhandelt wird. Aber Sie haben doch Riesenhürden aufgebaut. Sie haben die Riesenhürde aufgebaut, die Stationierung der Mittelstreckenraketen nicht mit uns. Sie wissen so gut wie wir hier, dass das überhaupt nicht in den Ländern entschieden wird. Ja gut, wenn sich die Länder, der Bundesrat hat einen auswärtigen Ausschuss und wenn sich die Länder da nicht dafür einsetzen, wenn die Länder auch nicht sagen, wir sabotieren das auf Landesebene so gut es geht, also wir weisen zum Beispiel keine Flächen auf der Fläche unseres Bundeslandes dafür aus, wir versuchen das finanziell zu sabotieren, wir versuchen da andere Abstimmungen reinzuziehen, also wir versuchen das so gut zu sabotieren, wie es irgend geht, solange die Bundesländer das nicht sagen. Wie gesagt, ich glaube, CDU und SPD sind dazu nicht bereit. Da gibt es keine Koalition. Das ist doch relativ einfach. Dass die jeweiligen Ministerpräsidenten da überhaupt keinen Einfluss darauf haben.
Das ist etwas, und dieses abzuräumen, also wenn diese Regierung zustande kommen, dann haben Sie also drei Regierungen, die sozusagen dann entweder auf Ihrer Seite sind oder sind die nicht auf Ihrer Seite, und kommt Ihnen darüber Ihr Thema Raketenstationierung bis zur nächsten Bundestagswahl möglicherweise abhanden? Also das ist ja eine Überlegung, die Sie garantiert auch anstellen. Brauchen wir das Thema eigentlich bis zur nächsten Bundestagswahl? Müssen wir es erhalten oder verschwurbeln wir das, wenn wir in diesen drei Ländern? Ja, das Thema, das brauchen wir auf jeden Fall bei der nächsten Bundestagswahl. Das muss verhindert werden. Und deswegen ist es auch wichtig, jetzt nicht einer Landesregierung die eigene Glaubwürdigkeit zu opfern. Also das ist ein richtiger Punkt. Das BSW sollte da nicht in irgendeine Regierung gehen, wo es seine Politik nicht durchsetzen kann. Bundesregierung mitmachen, dann kommt es möglicherweise abhanden. Also ich wäre heilfroh, wenn das Thema dadurch abhanden käme, dass Herr Scholz sagen würde, ich habe mir das nochmal überlegt. Und die Stationierung kommt sowieso. Also nein, die kommt dann, wenn das... Wofür brauchen wir noch Demokratie? Die kommt sowieso... in Deutschland weiterhin Beschlusslage ist. Also wir haben es ja im Bundestag gar nicht beschlossen, aber wenn eine Regierung in Deutschland diesen Beschluss revidiert, dann können die Amerikaner nicht einfach ihre Raketen aufstellen. Ja, ich muss sagen, wir hatten gestern bei uns in der Bundestagsgruppe Oberst Wolfgang Richter zu Gast. Das ist ein sehr versierter Militär, der nun wirklich sich auch auskennt in diesen Fragen, und er hat uns dort sehr, sehr eindringlich berichtet, es gibt keine Fähigkeitslücke. Also die NATO ist Russland, was Luftstreitkräfte und Seestreitkräfte angeht, um Längen überlegen. Aber diese Raketen, und das hat er wirklich sehr, sehr nachdrücklich gesagt, die erhöhen im Konfliktfall das atomare Risiko für Deutschland, weil sie, und das ist der Unterschied zu allem, was wir haben, für einen Überraschungsangriff genutzt werden können. Und nun kann man sagen, die NATO plant keinen Überraschungsangriff. Das hoffe ich und glaube ich mal. Aber es reicht, wenn Russland annimmt, dass irgendwann ein Konflikt sich so zuspitzt, dass ein solcher Angriff bevorsteht, glauben Sie das wirklich, Frau Wagenknecht? Ja, solche Planungen gab es im Pentagon tatsächlich schon häufiger. Operation Dropshot, googelt das mal. Also das... Ist da im Pentagon ein Überraschungsangriff auf die Sowjetunion geplant worden? Das ist nichts Neues tatsächlich. Danke an VV Hobel für das Abonnement. Glauben Sie wirklich, dass in Russland irgendjemand denkt, die NATO könne Russland angreifen demnächst? Ja, natürlich. Also natürlich, jeder Staat hat Angst vor anderen Staaten, weil er sich in seine Sicherheit bedroht sieht. Gerade wenn da modernste Angriffswaffen stationiert werden mit ganz kurzen Vorwarnzeiten. Natürlich ist das eine Sorge in Russland. Wie gesagt, die Frage ist, ob es da wirklich Planungen im Pentagon gibt und die USA wirklich erwägen, sowas zu tun. Das wissen wir nicht. Wir kennen die internen Besprechungen nicht, die da geführt werden. Man kann nur hoffen, dass dem nicht so ist, aber wir wissen es nicht. Naja, Russland hat, ich meine, wir müssen ja ein bisschen, auch wenn wir jetzt, ich verurteile diesen Krieg und ich habe, sag mal, keine Sympathie für Putin, um das nochmal sehr, sehr deutlich zu sagen. Nein, aber trotzdem sollten wir uns wir sollten immer versuchen, und gerade wenn es um Leben und Tod geht und um Krieg und Frieden, immer versuchen, uns auch in das Gegenüber hineinzuversetzen. Und wir sollten verstehen, warum Russland die NATO als Bedrohung empfindet. Darum geht es doch nur. Ich hätte dazu ein paar Gegenargumente, unter anderem zum Beispiel das, wie kann es dann sein, dass Russland ausgerechnet von der NATO-Grenze mit Finnland gerade massiv die Waffen abzieht. Truppen und Waffen abzieht, weil man sie in der Ukraine braucht und in Kursk braucht beispielsweise. Warum machen die das, wenn sie doch angeblich so eine Riesenangst vor der bösen NATO haben? Ja, komme ich nicht mit. Das Zweite, es ja keine NATO-Truppen gibt, keine Militärstützpunkte. Die haben auch intelligenterweise, zwar sind sie Mitglied der NATO geworden, haben aber am Anfang gesagt, ich hoffe, es bleibt dabei, dass sie nicht sozusagen militärisch dort die Amerikaner sozusagen in Präsenz haben wollen. Genau. Auch keine Raketenbasen und ähnliches. Ein interessanter Punkt in dem Zusammenhang und macht diese Erzählung von der bösen NATO, die das arme Russland bedroht, nicht so richtig glaubwürdig. Und das Zweite ist, was mich interessiert... Nein, das heißt Erzählung. Das ist einfach Geopolitik. Jeder Staat fühlt sich von einem anderen Staat mit einer Armee bedroht. Das ist erstmal die Logik von Politik. Und wenn ein anderer Staat, also wenn du dich sowieso schon in einem Stellvertreterkrieg mit diesem anderen Staatenblock befindest und der dann noch modernste Angriffswaffen stationiert mit sehr, sehr kurzen Vorwarnzeiten, dann fühlt man sich erst recht bedroht. Das hat jetzt nichts mit der Russland oder der NATO konkret zu tun. Das ist einfach eine Logik von Politik. Würde diese Mittelstreckenraketen nicht. Ich teile, wenn Sie sagen, und ich glaube, das geht uns hier wahrscheinlich allen so, die breite gesellschaftliche Debatte über die Frage, ob man das machen sollte oder nicht, die hat es nicht gegeben und das finde ich nicht gut. Und die muss es geben. Genau, die muss es geben. Aber zu insinuieren, das ist jetzt mein anderer Punkt, dass da sozusagen Nuklearsprengköpfe plötzlich mit in Deutschland wieder stationiert werden, das ist so erstmal nicht richtig. Nee, dass wir zum Zielpunkt von Nuklearsprengköpfen werden. Genau, und das Zweite ist, was Sie in Ihrer, wenn Sie das dann auch auf Wahlkampfveranstaltungen vortragen, was Sie immer einfach unterschlagen und weglassen, ist, dass offensichtlich Russland schon so um 2019 herum ausgestiegen ist aus dem bekannten Abkommen und ungefähr 64 dieser Mittelstreckenraketen, so heißt es, von Leuten, die sich damit besser auskennen. Der INF-Vertrag wurde von den USA aufgekündigt, wenn es um den gerade geht. Da ist nicht Russland ausgestiegen.
weiß ich, bis zu 64 Stück in Kaliningrad und auch in Belarus und so weiter, ja, das wird immer, da hat stationiert auch zum Beispiel, haben. Und dann kreist Ihre Argumentation sehr lange um die Frage, wer zuerst ausgestiegen ist. Also da würde ich jetzt gerne mal einen Faktencheck zu sehen. Am besten von Korrektiv. Ist aus diesem Abkommen, ob es die Amerikaner waren, ob es die Russen waren. Aber Sie unterschlagen diesen Teil. Und empfinden Sie das nicht als Bedrohung, wenn 64 nukleare Sprengköpfe russischer Bauart auf Europa ziehen? Hätte man damals auch darüber reden müssen. Also zum Beispiel, aber warum fällt Ihnen das dann nicht ein? In so einem das fällt mir ganz direkt ein. Also zum Beispiel Oberst Richter hatte gestern genau darüber auch gesprochen. Nun war keiner dabei, was Oberst Richter so erzählt hat. Nein, Sie können das aber nachlesen, weil er hat zum Beispiel auch eine sehr lesenswerte Studie bei der Friedrich-Ebert-Stiftung veröffentlicht, wo er diese Position darlegt. Es gibt auch jetzt in Kürze nochmal einen Aufsatz von ihm. Also man kann es öffentlich nachlesen. Und diese Raketen in Kaliningrad sind natürlich eine Bedrohung, aber man muss wissen, sie waren damals eine Reaktion für den Ausstieg aus dem IFN-Vertrag. Das war der Grund. Das steht in Frage, ob sie der Grund dafür waren. Donald Trump wollte da raus, weil die Amerikaner diese Raketen übrigens schon vorher entwickelt haben. Weil diese Raketen schon seit 3 Jahren in Kaliningrad standen. Also das ist umstritten, aber selbst wenn sie... Also ich würde sagen, Trump hatte andere Gründe, aber ich will das gar nicht ausführen. Sondern, dass sie dort stationiert wurden, war eine Reaktion auf die Raketenbasen in Polen und Rumänien. Und es gab damals von Russland die Ansage, wir stationieren nicht, wenn diese Raketenbasen wegkommen. Dann hat die NATO gesagt, ach, die sind doch gar nicht gegen Russland, die sind gegen den Iran gerichtet. Ja, was vollkommen egal ist. Die Raketen können natürlich gegen jeden gerichtet werden. Ist natürlich eine vollkommen dumme Argumentation der NATO. Und das war der NATO auch bewusst. Also die NATO wollte Russland provozieren. Und und dann haben sie diese Raketen stationiert. Was ich ja nur sage, natürlich ist das eine Bedrohung. Nur wenn wir jetzt wieder Mittelstreckenraketen stationieren, was passiert? Russland wird auch aufrüsten. Russland wird. Gott, ich erinnere mich noch daran, wie ich Anfang der 2010er Jahre ein Interview mit Peter Scholl-Latour gelesen habe. Damals habe ich mich ja noch gar nicht groß in Politik interessiert. Damals war ich auch noch relativ jung. Da hat er schon gesagt, dass die NATO diese Raketen da aufstellt, diesen Raketenschutzschirm da aufbaut und sagt, das wäre gegen den Iran gerichtet. Das ist für Russland natürlich eine ungeheure Provokation. Natürlich richtet sich das nicht gegen den Iran, natürlich richtet sich das gegen Russland. Also hat Scholl-Latour schon damals gesagt. Daran erinnere ich mich gerade. Das ist auch krass. Also das war damals auch im Westen jedem klar, aber man hat es einfach durchgezogen. Es gab auch keine Opposition gegen diese Politik. Das sehen wir ja gerade, die entsteht ja jetzt erst langsam. Wird jetzt noch mehr Raketen. Auch ohne diese Mittelstreckenraketen. Denn diese Aufrüstung, die ist in vollem Gange, diese Aufrüstung. Russland hat umgestellt auf eine Kriegswirtschaft seit vor 2 Jahren. Ja, sicher, um diesen Krieg weiterzuführen. Ganz genau. Das ist das, wo jetzt das ganze Geld reinfließt. Das Interessante ist ja, wenn Sie sagen, diese Abrüstungsabkommen verletzt immer nur Amerika. Oder Amerika, doch, das haben Sie in Ihrem Video gesagt. Amerika würde immer aus diesen... Sie haben sie gekündigt. Sie haben sie gekündigt. Aber dann bleiben wir doch mal bitte bei dem ABM-Vertrag zum Beispiel. Der ABM-Vertrag ist wann gekündigt worden? 2001 von George Bush. Unter Ansage bei und dem Einverständnis von Putin, weil man 2001, wir erinnern uns, 9/11, weil dieses wirklich große, damals weltbewegende Attentat gestanden. Genau in diesem Jahr ist dieser ABM-Vertrag gekündigt worden, unter Kenntnis und auch mit der Bereitschaft und Zustimmung von Putin, das zu kündigen, weil man gesehen hat, zu diesem Zeitpunkt... Russland hat damals versucht, sich in ein gutes Einvernehmen mit dem Westen zu setzen. Also das spricht doch für diese These, dass Russland eigentlich gute Beziehungen zum Westen wollte, der Westen daran aber kein Interesse hatte. Spricht ja dafür, dass Russland sich eben überall kompromissbereit gezeigt hat. Tatsächlich, Russland und Amerika hatten 2001 einen anderen gemeinsamen Feind und der hieß der internationale Terror. Das war der Grund für die Aufkündigung. Das war jetzt nicht einfach so mal aufgekündigt und auch nicht gegen Russland aufgekündigt, sondern weil man einen gemeinsamen, wirklich ernstzunehmenden Gegner gesehen hat. Weil das, Ihre Erzählung hinkt auf einem Bein. Die steht nur auf einem Bein, weil immer die andere Seite vergessen wird. Russland rüstet in der Zwischenzeit auf, aber vorgeworfen... Na, also Russland hat seit 2014 sogar eher abgerüstet. Also die Kriegswirtschaft, die wurde jetzt erst nach Beginn des, oder eine komplette Kriegswirtschaft ist das ja nicht mal, aber die wurde erst nach Beginn des Ukraine-Krieges implementiert. Nicht schon davor. Also Russland hat davor sogar eher abgerüstet. Also Russland war nicht auf einen großen, langanhaltenden Krieg vorbereitet. Sieht man ja auch, deswegen dauert es jetzt so lange. Offen wird permanent den Amerikanern, dass sie aus Abkommen aussteigen, die zum Teil von Russland INF-Vertrag verletzt wurden. Also aber die Frage ist doch, was wollen wir? Wollen wir in neue Abrüstungsverträge einsteigen, neue Abrüstungsgespräche, oder wollen wir ein Wettrüsten anheizen, wo dann Russland wieder reagiert, Russland von sich aus, Russland das hat, wir nicht bevor an. Der Krieg begann, einen Rüstungsetat gehabt von gut 60 Milliarden. Der hat sich in den 20 Jahren, in denen Putin an der Macht ist, stetig erhöht. Hatten am Anfang eine relativ schlechte... Nein, das stimmt nicht. Also seit 2014 hat er stagniert, beziehungsweise ist sogar leicht gesunken.
Also Russland hat seit der Krise 2014, wo es sich schon auf einen neuen Wirtschaftskrieg gegen den Westen vorbereitet hat, wo Russland schon klar war, dass der Westen immer näher an die eigene Grenze ranrückt und nicht zu Kompromissen bereit war. In dieser Situation hat Russland nicht bedeutend aufgerüstet. Schlecht ausgerüstete Armee, ja, weil sie in die konventionellen... Gott sei Dank, oder? Ja, also ich meine, ich will ja nicht, dass sie die Ukraine... Gott sei Dank oder nicht? Ja, das widerspricht doch allem, was gerade erzählt wurde. Jetzt sagt Lanz, Gott sei Dank, also er kennt den Fakt offensichtlich an, aber merkt nicht, dass das seiner gesamten Argumentation von eben gerade widerspricht. Ich hätte mir gewünscht, dass der Westen damals unterstützt hätte, dass man in Istanbul tatsächlich eine Vereinbarung trifft und dieser furchtbare Krieg endet. Da war man endet. Ganz nah dran, da war man sehr nah dran. Ja, und warum hat man es abgebrochen? Butscha, sagt Ihnen das was? Nee, ja. Butscha. Nein, oh, das ist diese Propaganda-Erzählung, nein. David Akramir, Victoria Nuland, also David Akramir, der Verhandlungsführer der Ukraine, Victoria Nuland, diejenige, die lange Zeit die US-Außenpolitik bestimmt hat, haben sich dazu schon geäußert. Die Verhandlungen wurden nicht wegen Butscha abgebrochen, sondern weil die USA und Großbritannien die Chance sahen, Russland hier eine schwere Niederlage zuzufügen. Hallo Lexi, ich sehe gerade Lexi im Chat. Genau das waren die Gründe. Darf ich nur einmal ganz kurz Aussagen von Frau Nuland, dass es nicht Butscha war. Also man kann doch nicht immer wieder Legenden aufwärmen, obwohl sie schon wieder... Von Nuland, von Bennett, von, ich hatte das gerade gesagt, Akramir, von Erdogan, von Cavusoglu, also von allen westlichen Verhandlungsteilnehmern wurde das mittlerweile bestätigt, dass es nicht an Butscha lag. Ja, aber wir sind gerade an einem total interessanten Punkt. Es gab vorhin diesen Satz der grünen Politikerin, die Sie zitiert haben, wenn man sozusagen die Wahrheit isoliert aus dem Kontext betrachtet, dann ist es nicht mehr unbedingt und immer die Wahrheit. Dieses Ding ist ein gutes Beispiel dafür und Sie machen das selber. Sie kommen dann immer mit dem mit Bennett, glaube ich, und sagen, da war man in Istanbul kurz davor. Nein, das war nicht nur Bennett, Frau Nuland selber. Ja, genau. Frau Nuland hat jetzt genau. gerade ein Die Video sagen, gemacht. Die waren da kurz davor. Aber was Sie immer weglassen ist, und deswegen Kontext, was Sie immer weglassen ist, dass es am Ende auch gescheitert ist, und das sagen die beiden selber übrigens, dass es auch gescheitert ist, weil Russland nicht bereit war, Sicherheitsgarantien für die Ukraine zu akzeptieren. Nein, Unsinn. Also die Argumentation war... Also die Argumentation war, man kann Russland nicht vertrauen. Nicht Russland ist nicht bereit. Also das war nicht die Argumentation. Zumindest bei Akramir nicht. Also das Interview habe ich ja gesehen. Das ist ein Teil davon. Den Ausschnitt, den hatte ich ja auch in meinem YouTube-Video, was ich dazu gemacht habe. Ist um die Jahreswende erschienen. Also das ist auch schon länger her. Und das ist genau der Kontext, um den es in dem Zusammenhang geht. Also das ist wirklich die historische Wahrheit. Russland die beiden nicht, weisen waren selber darauf hin. Sie waren nicht da dabei, ich war nicht dabei. Haben. Die beiden weisen selber darauf hin. Ja. Aber wir haben mittlerweile von allen Seiten Diplomaten, die sich dazu geäußert haben. Also wenn du das von Nuland nicht eindeutig genug findest, von Bennett nicht eindeutig genug, man hat ja dann immer versucht, diese Aussagen zu relativieren, dann schau dir das an, was Akramir gesagt hat. Schau dir das an, was Cavusoglu und Erdogan gesagt haben. Also in der Türkei, in der türkischen Politik, da ist man relativ ehrlich, dass der Westen keinen Frieden wollte. Das hat Cavusoglu schon im Frühjahr 2022 gesagt, hat nur damals gar keinen interessiert. Und sagen, war auch nicht dabei. Ja, aber die weisen darauf hin und sagen, es gab diesen Kontext. Russland war nicht bereit, Sicherheitsgarantien für die Ukraine zu geben. Dann kam Butscha, gab Russland viele verschiedene. Bis heute, das ist ja der eigentliche Zankapfel. Nicht, dass die Ukraine Teil der NATO wird. Natürlich war es so oder muss es auch so sein, dass die Ukraine Sicherheitsgarantien bekommt. Aber es geht um die Frage, gibt es dort Militärbasen der Vereinigten Staaten? Gibt es CIA-Basen? Ich meine, es waren 12 CIA-Basen direkt an der russischen Grenze. Und natürlich hat das keine CIA-Basen. Doch, 12. Doch, das ist mittlerweile nachgewiesen. Die USA hatten dort auch biologische Forschungseinrichtungen, für, wo man am Anfang als Verschwörungstheoretiker beschimpft wurde, wenn man erwähnt wird, dass es das gibt, bis Victoria Nuland das nun mal im Kongress zugegeben hat, dass es genau diese biologischen Forschungseinrichtungen in der Ukraine gibt. Also die USA haben die gesamte Ukraine hochgerüstet. Einerseits durch private Firmen wie Academy, andererseits teilweise sogar durch NATO-Strukturen. Also die NATO hat ja Militärmanöver mit der Ukraine abgehalten. Das ist doch kein Geheimnis. Die Ukraine hat riesige Summen an US-amerikanischer Militärhilfe ganz offiziell bekommen. Und wie gesagt, die Geheimdienstzusammenarbeit kommt da nochmal oben drauf. Sie sind doch die Verfechterin für Verhandlungen und für Friedensverhandlungen, an denen ja sehr gearbeitet wird. Gibt es eigentlich vergleichbare Bücher wie Krieg ohne Ende bezogen auf die Ukraine, fragt gerade Brodjan. Ich weiß es nicht. Ich habe mir das neue Buch von, also was heißt das neue? Ich habe mir das Buch von Thomas Röper zu dem
Thema bestellt. Ich schaue mal, wie das ist. Das ist auch relativ lang und ja, ich kenne ja Thomas Röpers Berichterstattung, also wird das auch ziemlich detailreich sein, nehme ich mal an. Aber ich weiß es noch nicht. Ich habe noch kein so langes Buch zu dem Thema gelesen. Wird. Ein ganz, ganz wichtiger Gegenstand und Knackpunkt für Friedensverhandlungen sind Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Ja, und diese Sicherheitsgarantien, die müssen geschaffen werden, die muss man international aufbauen. Und, das, und, diese, und diese, diese Sicherheiten versucht die Ukraine in bilateralen Abkommen zu schaffen, weltweit. Sie zieht also mit dem Präsidialamtschef Yermak und auch mit dem ehemaligen NATO-Generalsekretär Rasmussen durch die Welt und versucht, bilaterale Abkommen in Absicherung eines möglichen Friedens abzuschließen. Das ist ihnen gelungen. Das sind Dutzende Abkommen getroffen. Aber das Entscheidende ist natürlich, dass ein solches starkes Bündnis wie die NATO die eigentliche Sicherheit für die Ukraine ist. Und das jetzt in einem Friedensverhandlungsprozess aufzudröseln und hinzukriegen, dass tatsächlich sich die russische Seite darauf einlässt. Das ist die große Schwierigkeit. Und sie tun immer so, als müsste man dann nur sagen, hups, alle an den Tisch, Herr Putin, Herr Zelensky, hopp. Dass sich Russland darauf einlässt, darauf wird Russland sich nicht einlassen. Russland wird keine Atomraketen an der russischen Grenze in der Ukraine akzeptieren. Punkt. Solange der Westen das nicht einsieht, wird dieser Krieg weitergehen. Pop und dann kriegen wir das schon hin. Und nur weil die Deutschen das nicht wollen oder weil die das... Die Deutschen haben da relativ wenig zu melden. Da haben Sie absolut recht. Aber wenn Sie sind diejenigen, die sagen, Frieden oder Kriegstreiberei. Das ist wirklich, das unterschlägt eine Menge und das beleidigt auch all die anderen, die wirklich versuchen, an der Seite der Ukraine für den Schutz der Menschen in der Ukraine einzutreten. Ich würde gerne, Frau Wagenknecht, wenn man diesen schrecklichen Krieg immer noch mit Waffen Schutz. Das ist Schutz, wenn ich Raketenabwehrsysteme liefere, damit diese Raketen nicht in Kharkiv, in die Universitäten einstellen. Und sich der brasilianische Präsident hat jetzt gerade noch mal vor der UN-Vollversammlung gesprochen. Es gibt einen Plan, einen Friedensplan. Das ist im Unterschied zu den Europäern, haben die wenigstens einen gemeinsam mit China. Der chinesische ist der russische Plan, das wissen Sie nein, auch. Nein, das ist nicht der russische Plan. Dann sagen Sie mal, oder was ist denn der russische Plan? Ja, sagen Sie es doch mal. Der russische Plan ist... Na, Sie unterstellen die gesamte Ukraine. Ich kenne ihn. Also, nee, der russische Plan, der ist vom Tisch seit der ukrainischen Kursk-Offensive. Russland hat sein Angebot zurückgezogen. Also Russland hat sein Verhandlungsangebot, was relativ großzügig war und ist auch nicht weit weg vom chinesischen, war tatsächlich in Russland zurückgezogen. Also das ist nicht mehr der russische Plan. Ich kenne diese Punkte in dem russischen Plan. Also ich kenne nur das, was damals verhandelt wurde. Das ist ja relativ öffentlich geworden. Wann verhandelt? Die russischen Friedensbedingungen, die waren zumindest bis zur ukrainischen Kursk-Offensive. Dann wurden sie zurückgezogen. Anerkennung der territorialen Realitäten. Neutralität. Entnazifizierung. Demilitarisierung. Das waren die russischen Friedensbedingungen. Da waren die Russen sogar, wir hätten sich sogar relativ stark zurückgezogen. Das ist ein alter Plan, der noch gar nicht mehr auf dem Tisch ist. Nein, ich fürchte auch, dass er nicht mehr auf dem Tisch ist. Nein, Sie fürchten nicht, sondern er ist nicht auf dem Tisch. Die russische Seite hat einen eigenen Friedensplan vorgelegt und dieser Friedensplan sieht vor... Der Friedensplan besagt, dass die Ukraine sich zurückzieht aus den annektierten Gebieten. Und noch nicht mal fertig annektierten Gebieten. Ja, deswegen ja zurückziehen. Das ist aber nicht der chinesische Plan. Der chinesische Plan ist ganz eng an der Seite Russlands. Der chinesische Plan läuft darauf hinaus, die Verhandlungen da weiterzuführen, wo man sie damals abgebrochen hat und zunächst mal einen Waffenstillstand an der Grenze oder an der Frontlinie zu machen, wo sie heute verläuft. Nicht, dass irgendeiner sich zurückzieht, sondern dass man erstmal sagt, und das ist der beste Schutz für die Bevölkerung. Das ist ein Plan von März 23. Der Plan von Russland ist jünger. Nein, also es gibt ja diesen brasilianischen... Ja, der Plan von Russland ist nicht jünger. Der ist seit Herbst 2022 die russische Position. Und bis zur ukrainischen Kursk-Offensive war das auch die russische Position. Jetzt muss man schauen, was für Angebote Russland jetzt ausbreitet oder ob Russland jetzt darauf setzt, diesen Krieg komplett militärisch zu entscheiden und keine so großzügigen Verhandlungsangebote mehr macht. Also das wird jetzt abzuwarten sein. Aber die Ukraine hat auf Krieg gesetzt. Jetzt wird das Ganze, wie es aussieht, militärisch entschieden. Chinesischen Plan, hinter dem auch viele Südländer stehen, der im Grunde sagt, erstmal Waffen schweigen lassen. Dafür kann man ja nur die jetzige Frontlinie, ja, nichts anderes. Keiner wird sich zunächst mal zurückziehen. Weder die Ukraine werden sich zurückziehen, noch die Russen. Das heißt, zunächst mal muss man da die Waffen schweigen lassen, wo die Front jetzt verläuft. Und dann muss man verhandeln. Was passiert in den Gebieten, wo die Russen heute stehen? Was passiert bezogen auf die Sicherheitsgarantien? Sie wollen dort Referenden abhalten.
Ich fände das eine kluge Idee. Unter Waffengewalt? Nein, deswegen habe ich doch gesagt, es soll... Es aber die Armeen stehen doch noch dort. Es müssen erstmal die Waffen schweigen, dann sollte dort sollten UN-Beobachter hinkommen, es muss Frieden einkehren. Und erst wenn Frieden eingekehrt ist, kann man ernsthafte, auch UN-beauftragte Referenden machen. Fragen, aber ehrlich gesagt, wie soll das denn sonst gelöst werden? Also Sie sagen immer, das geht alles nicht. Das ist aber die Legitimierung von Landraub, den Sie vorschlagen. Ja, also wir haben auf dieser Welt ganz... Die Legitimierung von Landraub? Ich fange jetzt am besten gar nicht mit dem Nahostkonflikt an, da haben unsere Medien überhaupt kein Problem mit Landraub, aber das wäre jetzt, wie gesagt, ein anderer Konflikt, den will ich jetzt gar nicht aufmachen, aber ich finde es immer lustig, diese zwei Konflikte so gegeneinander zu halten. Beim einen Konflikt ist das, was Russland tut, ganz, ganz böse, und beim anderen Konflikt ist das, was dann Israel tut, was de facto was ziemlich Ähnliches ist, das ist dann plötzlich legitime Selbstverteidigung. Viel Landraub, der leider dabei, na, wenn die USA ist zum Beispiel, ja nur die Ukraine. Nö, also die Vereinigten Staaten besetzen bis heute die Ölfelder Syriens. Das ist Whataboutism, wir reden ja gerade über die Ukraine. Nein, das ist kein Whataboutism. Schön, dass Sarah Wagenknecht auch sofort ein Beispiel einfällt. Das ist ja geil. Auch ein sehr, sehr gutes Beispiel. Die USA sind in Syrien einmarschiert, offiziell um den demokratischen Kräften Syriens da zu helfen, also der YPG, der Kurdenmiliz da im Norden. Da haben sich die USA aus den meisten Gebieten zurückgezogen. Sagt, klärt mal eure Konflikte mit der Türkei, mit Assad selber. Nicht unser Problem, aber die Ölfelder, die halten wir besetzt. Also das Öl, das gehört uns. Sondern es zeigt einfach, dass an anderen Regionen... Können wir einmal noch mal kurz ins Hier und Jetzt. Fanden Sie es eigentlich noch mal abschließend gefragt mit Blick auch auf die drei Landtagswahlen? Das ist ja geil. Also das Wagenknecht macht ein gutes Argument, dass diesen ganzen westlichen Propagandisten Landraub in anderen Fällen völlig egal ist und jetzt wird es abgewürgt. Da wurde ja von Ihnen immer dieser Gegensatz aufgebaut. Ja, und Lanz, also ich schaue jetzt mal, ob er das Thema wechselt. Also wenn er das Thema wechselt, dann wäre das echt passend jetzt. Krieg oder Frieden? Wählt für Krieg oder Frieden? Finden Sie es eigentlich, weil Sie immer sagen, da gibt es diese komische, versiffte Moral, so hört sich das für mich an, ihr mit eurer komischen, moralinsauren Attitüde, die da immer so tut, als gäbe es irgendwie da einen epischen Kampf von Gut gegen Böse. Finden Sie es umgekehrt wirklich moralisch in Ordnung, wenn man sowas plakatiert, Diplomatie statt Kriegstreiberei? Ja. Die aktuelle Regierung betreibt Kriegstreiberei, das sollte man als Opposition kritisieren. Das heißt, denen, die jetzt Waffen liefern und jemandem helfen, sich selber zu verteidigen, zu unterstellen, dass die nicht an Frieden interessiert seien. Finden Sie das okay? Ich unterstelle nichts, sondern aber ich stelle fest, so, dass wir durch die Art, wie wir, und wir sage ich jetzt, also der Westen, die USA, aber auch Europa, wie wir auf diesen Krieg reagiert haben und auf diesen Überfall Russlands und indem wir bisher alle Verhandlungsoptionen abgeblockt haben, anders als die Länder des Südens, verlängern wir den Krieg. Und wenn wir den Krieg verlängern, ist das nicht moralisch, sondern das ist und das ist mit dem Wort Kriegstreiberei, haben Sie dann auch kein Problem. Das ist für Sie Kriegstreiberei. Also ich sehe die ein Kriegstreiberei großes findet Risiko, nicht dass in Moskau statt, die findet in Berlin doch, statt in und in Washington. Ich sage doch nicht, dass, also ich habe noch mal. Es ist ein deutscher Wahlkampf, in dem Sie das plakatieren. Entschuldigung. Es ist völlig egal, wie häufig man sich von Putin distanziert und sagt, dass man den ganz schlimm findet, haben wir trotzdem in die Nähe davon gerückt. Es spielt einfach keine Rolle. Das ist ja nicht der russische Wahlkampf. Ja, deswegen setze ich mich ja auch mit dem Handeln der Bundesregierung auseinander. Ja, ein Politiker, der einen Krieg beginnt... Ist die deutsche Bundesregierung, sind das Kriegstreiber? Ja. Es sind zumindest mit ihren Entscheidungen, aktuell ist die Ampel ein Faktor, der die Kriegsgefahr in Deutschland erhöht. Nochmal, sind die Kriegstreiber? Es geht um das böse Wort Kriegstreiber. Ja, ist Deutschland ein Kriegstreiber gerade? Wenn ich die Kriegsgefahr im eigenen Land erhöhe, dann ist das etwas, was sehr gefährlich ist. Das kann man mit dem Begriff Kriegstreiber, steht auf einem Plakat. Ja, ich möchte nicht, also halten Sie sich doch nicht an dem Wort fest. Doch, mir doch, ist tue wichtig, ich gerade. Steht da, mir ich schreibe das ja da nicht hin. Mir ist wichtig, dass wir eine Politik bitte machen. Wen meinen Sie sonst mit Kriegstreiber? Darf ich noch mal fragen? Ja, ich meine schon Leute, die darauf setzen, alles mit militärischen Mitteln zu lösen, okay, die auf die militärische Karte setzen. Die Bundesregierung, ja, das sind Kriegstreiber. Sie sagen, setzen. Bin mal kurz weg. Ich lasse das hier mal weiterlaufen. Bin gleich wieder da. Sich mit wenn der Bundesregierung auseinander. Auf die militärische Karte setze und nicht auf Verhandlungen, dann bin ich natürlich, weil ich das eigene Land in Gefahr bringe. Die Grünen dann selber haben früher einmal, noch im letzten Bundestagswahlkampf der Grünen, hieß es, in Kriegsgebiete liefert man keine Waffen. Und inzwischen sagt Frau Baerbock, nicht, ne? Waffen retten Menschenleben und wir beenden diesen Krieg durch Waffenlieferung. Das tun wir aber nicht. Meine, und deswegen finde ich, es ist einfach eine wichtige Frage, weil sie über die Zukunft unseres Landes entscheiden wird. Wollen wir immer tiefer okay, in diesen Krieg hineingezogen werden? Letzte Frage zu dem Komplex, Frau Wagenknecht. Gehen wir irgendwann mal ab? Ja, okay. Jetzt kurz vor der Landtagswahl hat Olaf Scholz versucht, eine Friedensinitiative zu starten und hat gesagt, lass uns bitte verhandeln. Hat das auch öffentlich und laut gesagt.
Ich glaube, er hat das auch gesagt unter dem Druck, der da entstanden ist, unter anderem durch Plakate wie dieses, weil ich fest davon ausgehe, dass im Hintergrund selbstverständlich diplomatische Bemühungen schon die ganze Zeit laufen. Das wird immer behauptet. Das wird behauptet. Ich bin mir sicher, dass das so ist. Ich will nur sagen, er macht das auch öffentlich. Er stellt sich hin, er riskiert die Blöße, der deutsche Bundeskanzler, und bietet denen das an. Und die Retourkutsche aus dem Kreml kommt noch nicht mal von Putin persönlich, die kommt von Dmitri Peskov, von seinem Sprecher, der sagt, was eine friedliche Beilegung dieses Konflikts betrifft, zeichnen sich bislang keine greifbaren Konturen ab. Das ist alles, was denen dazu einfällt. Ja, wie finden Sie sowas? Ich nehme wahr, dass zum Beispiel im Frühjahr in der Presse berichtet wurde. Nehmen Sie das wahr? Das wurde in der Presse immer wieder gesagt. Die New York Times hat regelmäßig berichtet, dass es aus dem Kreml und von Putin die Offerte gab, ob es jetzt noch so ist, weiß ich nicht, die Offerte gab zu verhandeln. Er hat in China gesagt, dass er verhandeln will. 9. September. Ja, es ist immer wieder Angebote heute zu verhandeln. Nach der Rede von Zelensky, genau die gleiche Reaktion. Okay. Wissen Sie, was ich merkwürdig finde? Sie haben Philosophie studiert, richtig? Sie haben Philosophie, Sie sind Philosophen. Aber so, das gleiche, ja, genau weiß. Die gleiche Reaktion. Bin wieder da. Gab nur eine semantische Diskussion über Kriegstreiber, als ich weg war. Also, ich sehe, ihr seid im Chat nicht begeistert von Lanz, aber ich lasse mal weiterlaufen. Okay. Wissen Sie, was ich merkwürdig finde? Sie haben doch Philosophie studiert, richtig? Sie sind Philosophen. Aber da gibt es doch diese wirklich wunderbare Wechselwirkung von Ursache und Wirkung. Das ist, offenbar kommt das in ihrer Analyse des Verhältnisses der Ukraine, der NATO, des Westens und Russlands überhaupt nicht vor. Kriegstreiberei ist ein Begriff, der fällt Ihnen nur im Zusammenhang mit dem Westen ein, ja, aber nicht im Zusammenhang mit Russland. Wieso eigentlich? Da hinten sitzt ein Mann, den Sie als Vasallenkanzler bezeichnen. Erstmal ist Olaf Scholz ein Vasallenkanzler. Ein Vasall ist übrigens kein von einer Kolonialmacht eingesetzter Statthalter, sondern Vasall ist jemand, der sich freiwillig andient. Also Vasall ist noch ein positives Framing für Olaf Scholz. Das ist nichts Negatives. Zweitens, Wagenknecht hat es gerade schon erklärt, sie führt einen Wahlkampf gegen die deutsche Bundesregierung, nicht gegen die russische. Entsprechend ist es ihre Aufgabe als deutsche Opposition, die deutsche Regierung zu kritisieren und nicht die russische. Obwohl sie ja Russland auch immer wieder kritisiert. Es wird nur ignoriert, es ist egal, wie häufig man was gegen Putin sagt. Man wird trotzdem in dessen Nähe geframed, wenn man etwas sagt, was der aktuellen transatlantischen Politik widerspricht. Ich habe gesagt, dieser Krieg ist ein Verbrechen und Politiker, die Kriege beginnen, sind Verbrecher. Aber darüber gehen Sie auch nicht hinaus. Sie sagen diesen einen Satz. Auch wenn Sie mich immer wieder unterbrechen, lasse ich mich nicht in die Ecke stellen, dass ich diesen Krieg in irgendeiner Weise rechtfertige, gutheiße oder irgendetwas. Ich möchte diesen Krieg beenden und ich bin fest überzeugt, mit Waffenlieferung werden wir diesen Krieg nicht beenden. Und ich finde, wie gesagt, es gibt doch keine andere Lösung. Und deswegen ist natürlich, da war es richtig, dass Olaf Scholz das gesagt hat, aber es kann ja nicht bei einer Geste bleiben. In der Zwischenzeit beschimpfen Sie alle diejenigen, die der Ukraine helfen, sich zu verteidigen. Also nein, ich beschimpfe überhaupt niemanden. Ich möchte nicht, dass unser Land in diesen Krieg hineingezogen wird. Wer CDU wählt, aus Ihrem Programm, jetzt aus dem Kopf, der wählt auch Politiker wie Roderich Kiesewetter, der den Krieg nach Russland tragen. Er hat gesagt, er darf staatliche Einrichtungen in Moskau, glaube ich, mit deutschen Waffen in Schutt und Asche legen möchte und so weiter. Das steht in Ihrem Programm. Dieser Wahnsinn darf nicht unterstützt werden. Das hat dieser Mann gesagt. Und dieser Mann hat ja noch Schlimmeres gesagt. Er hat gesagt, es darf keine roten Linien geben. Wenn es keine roten Linien mehr gibt, dann sind wir im Krieg mit Russland. Das ist doch ein Wahnsinn. Aber warum fallen die roten Linien bei Putin nie ein? Das verstehe ich nicht. Was heißt, sie fallen mir nicht ein? Es ist immer das Gleiche. Es ist wirklich immer das Gleiche. Wagenknecht ist eine deutsche Oppositionelle, die die deutsche Regierung kritisiert. Keine russische. Ja, aber warum fallen die nicht ein? Ich möchte nicht, dass wir im Krieg mit Russland sind, weil Russland ist die größte Atommacht dieser Welt. Aber warum gelten immer nur für Leute wie Zelensky, für Leute wie Scholz, für Leute wie Roderich Kiesewetter, aber komischerweise nie für Wladimir Putin? Warum nicht? Warum haben Sie eigentlich keine Angst vor Russland? Doch, ich habe Angst vor einem Atomkrieg. Und deswegen habe ich die Position, die ich habe, dass ich sage, wir müssen aufpassen, dass wir nicht russische rote Linien fortgesetzt überschreiten, weil sie dann irgendwann reagieren werden. Aber Frau Wagenknecht, diese Position hat doch Olaf Scholz genauso. Und trotzdem beschimpfen Sie ihn als Vasallenkanzler. Sie haben ja jetzt gerade zum Beispiel Herrn Kiesewetter, auch Herr Merz, muss man sagen. Herr Merz möchte Taurus-Raketen liefern. Taurus-Raketen würden bedeuten, dass wir tatsächlich der Ukraine die Möglichkeit geben. Und Sie haben ja zweimal schon nuklearstrategische Stützpunkte angegriffen.
dass sie tief in Russland nuklearstrategische Stützpunkte treffen können. Russland hat immer gesagt, dass das für sie ein Grund ist, das ist die Militärdoktrin der Russen, Atomwaffen einzusetzen. Und von dort aus werden die Langstreckenwaffen losgeschickt auf die Ukraine. Das sind genau diese Punkte. Nein, das ist die strategische Nuklearwaffe, die zum Glück bisher nie losgeschickt wurde. Und ich hoffe, das bleibt dabei. Es sind immer die Militärstützpunkte, die angegriffen werden, von denen auch Raketen starten. Nein, da haben Sie wirklich nicht die richtigen Kenntnisse. Sie haben die Radarstation der russisch strategischen Nuklearstreitkräfte angegriffen. Das ist ganz gefährlich. Das ist wirklich ein Wabonspiel sondergleichen. Und ehrlich gesagt macht mir das Angst und Bange, weil tatsächlich daraus ein großer europäischer... Ja. Ehrlich, dass hier rudimentärste Fakten die ganze Zeit angezweifelt werden können, zeigt auch, wie schlecht die Berichterstattung über diesen Konflikt ist. Also, dass Sie hier einfach leugnen können, dass da die Radarstation angegriffen wurde und nicht irgendwas anderes, was irgendwie für den Ukraine-Krieg relevant war, wäre. Also das war eine ganz klare Provokation der Ukraine, um eine russische Gegenreaktion zu provozieren, um die NATO dann in diesen Krieg weiter hineinzuziehen. Das ist seit Kriegsbeginn die ukrainische Strategie, die NATO möglichst weit in diesen Krieg hineinzuziehen. Denn nur dann hat die Ukraine eine Chance, da überhaupt noch militärischen Erfolg davon zu tragen. Eigener Kraft schafft die Ukraine das nicht. Krieg entstehen. Ist es nicht ein Wabonspiel, sondergleichen, einfach ein europäisches Land mitten im 21. Jahrhundert anzugreifen, jede rote Linie zu überschreiten, Territorien, Grenzen gewaltsam zu verschieben, den Präsidenten, wenn es irgendwie gegangen wäre, innerhalb von 3 Tagen einfach irgendwo umzubringen und dann das größte Flächenland in Europa einfach zu überfallen und einzukassieren. Ja, es war auch nicht hinnehmbar, als damals die NATO in Serbien bombardiert hat. Das war das erste Mal, als der Krieg wieder in Europa war. Und das ist nicht vergleichbar mit dem Ukraine-Krieg, okay, aber danke. Es war der erste Tabubruch. Es war der erste Bruch des Völkerrechts damals. Naja, Serbien hat sich nicht so gut gewehrt wie die Ukraine, weil Serbien von seinem Protektor Russland damals nicht die entsprechende Unterstützung erhalten hat. Also politischem Willen in Serbien hat das jetzt nicht gefehlt. Also wenn Serbien Waffenlieferungen in der Form erhalten hätte, wie es heute die Ukraine erhalten hat, dann hätte sich dieser Krieg auch deutlich länger hingezogen. Dann hätte es auch deutlich mehr Todesopfer gegeben. Durch die NATO. So, natürlich war auch der Ukraine-Krieg ein großes Verbrechen. Das habe ich ja nun mehrfach gesagt. Aber wenn wir uns darüber empören, haben wir diesen Krieg noch lange nicht beendet. Was folgt aus dem, was Sie gesagt haben? Was ist Ihr Konzept, diesen Krieg zu beenden? Ich bin nicht der Mann, der das beantworten muss. Naja, aber ich meine, wenn uns immer unterstellt wird, wir seien also so besonders frevelhaft, weil wir für Verhandlungen werben, möchte ich mal wissen, was sagen diejenigen, die das nicht wollen. Frau Wagner, bitte. Das ist wirklich unterkomplex. Und das kann man auch so nicht machen. Doch, das ist die herrschende Propaganda, die gegen das BSW gefahren wird. Und gegen wen, der für Frieden mit Russland wirkt? Das kann man auch so in der Öffentlichkeit nicht immer erzählen. Jedem, der sozusagen in Frage stellt, was Sie sagen, zu unterstellen. Chat schreibt einer gerade, Russland will nicht die gesamte Ukraine besetzen. Ja, was jetzt die russischen Kriegsziele sind, das ist ja spekulativ, da Russland halt sein Verhandlungsangebot vom Tisch gezogen hat, dass eben nur diese 4 Oblasten besetzen will. Also zu Kriegsbeginn, da wollte Russland sicher nichts annektieren, da wollte Russland einfach ein Regime-Change in Kiew. Also deswegen auch der Vormarsch auf Kiew. Das ist gescheitert, dann wollte man sich mit der Ukraine irgendwie anders einigen. Man war sogar bereit, sich komplett zurückzuziehen. Das wollte dann die Ukraine auf westlichen Druck hin nicht. Dann hat Russland gesagt, okay, dann annektieren wir halt die Gebiete, wo wir jetzt eh schon unsere Truppen haben, annektieren wir diese 4 Oblasten und setzen das als Verhandlungsangebot aus. Also die russische Position, die hat sich über diesen Krieg hinweg auch entsprechend der militärischen Lage immer wieder gewandelt. Dass er nicht für Frieden ist, dass er nicht für... Und vor Kriegsbeginn hatte Russland übrigens auch schon gegen Neutralität angeboten, also hat Russland sogar angeboten, dass alle Atomwaffen aus ganz Europa zurückgezogen werden. Also Russland war wirklich zu sehr, sehr weitreichender Abrüstung bereit, aber das wollte die NATO nicht. Also die NATO meinte nur, es gäbe darüber nichts zu verhandeln. Es gäbe auch nicht eine Neutralität der Ukraine zu verhandeln. Also die NATO hat alle russischen Friedensangebote auch vor Kriegsbeginn abgelehnt. Und die Ukraine hat sich auch nicht ans Minsk-Abkommen gehalten. Also das jetzt komplett aufzubereiten, würde jetzt, glaube ich, zu weit führen. Verhandlungen ist, dass er nicht dafür ist, dass dieses Sterben aufhört. Ich bitte Sie, es gibt niemanden. Diesen Krieg war, ich würde gerne immer mehr mal Waffen aufgreifen, zu liefern, welche Verhandlungen es gab. Sie haben gerade in Abrede gestellt. Lass Sie doch mal ausreden. Es ist unglaublich. Springen das jetzt und lassen Sie jetzt mal weiterreden. Immer wieder gesagt, die Zeit der Kompromisse ist vorbei. Er hat einen Friedensplan vorgelegt, einen Siegplan vorgelegt. Glaubt noch irgendjemand daran, dass die Ukraine siegt? Hm. Also das ist doch völlig illusorisch. Egal, ob man sich das wünscht und ob das moralisch geboten ist und völkerrechtlich angebracht. Das mag man alles so sehen und das ist auch so. Aber es nützt doch nichts. Entweder arrangiert man sich mit der Realität, um das Sterben zu beenden. Oder aber das Sie müssen vielleicht noch mehrere Sätze sagen. Alles angehört, aber nur ein Satz, den ich aber noch nicht gehört habe. Also bin ich völlig fehl in der Annahme, dass ein
Präsident Putin eigentlich nur Stärke versteht. Ja. Wenn wir ihm sozusagen anbieten... Der Westen versteht nur Stärke. Also die Argumentation kann man auch umdrehen. Russland hat die ganze Zeit versucht zu verhandeln, der Westen wollte nicht verhandeln. Ja, Verhandlungen, dann kann man das durchaus machen, bin ja auch dafür. Aber wenn nicht eine starke Position dagegen ist, dann lacht er uns doch aus. Ja, also oder gehe ich da völlig fehl in die Annahme? Dass die Ukraine durch die ganzen Waffenlieferungen nicht stärker geworden ist, weil die Wahrheit ist doch jetzt auch... Immerhin existiert sie noch. Anfang des Krieges hätte sie eine bessere Verhandlungsposition gehabt, das haben ja die Verhandlungen gezeigt, als sie sie jetzt hat. Und das Problem ist ja auch, und das wird immer ausgeblendet, der Ukraine gehen doch am Ende nicht die Waffen aus, es gehen ihr die Menschen aus. Es sind keine Soldaten mehr da, weil die Menschen nicht mehr... Und das ist die Schuld der Ukraine, ja? Darum geht es doch nicht, sondern wenn einem Land die Soldaten... Schwanke nicht, nennt einfach einen ganz normalen Fakt. Und jetzt wird sofort moralisiert, wird sofort zu einer Schuldfrage umgedeutet. Wenn junge Männer nicht mehr quasi verheizen lassen wollen, Ukraine schuld daran. Es geht darum, wie man den Krieg beendet. Und was man sehen kann, ist, die jungen Männer in der Ukraine, und das ist ja völlig verständlich, wollen sich auf diesem schrecklichen Schlachtfeld nicht mehr hinmetzeln lassen. Sie fliehen, sie sind 600.000, sind in der EU. Und deswegen wird mit Waffenlieferungen die Ukraine nicht siegen. Das ist doch das, also, was ich sage. Frau das heißt, es ist eine aussichtslose Strategie. Aber es ist eine Sache, sein eigenes Land zu verteidigen und möglicherweise auch irgendwann Angst davor zu kriegen. Wenn man sich dort mit Leuten mal unterhält, dann werden sie werden keinen Ukrainer und auch keine Ukrainerin treffen, die nicht eine grauenvolle Geschichte aus Folterkellern, von Kriegsgefangenschaft und so weiter erzählen. Wenn Sie teilweise bei ukrainischen Truppen. Das Land, was die meisten ukrainischen Kriegsflüchtlinge aufgenommen hat, ist Russland. Und da gibt es sehr viele grausame Geschichten von dem Beschießen von Wohnblocks, von Kriegsverbrechen durch die ukrainische Armee. Die ukrainische Armee hat in Donetsk beispielsweise Blattminen abgeworfen. In Wohnblöcken hat sie Blattminen abgeworfen, die sehen so aus wie Blätter. Im Sommer in grün und im Herbst dann in gelb-orange. Also so, dass man die immer gut mit Blättern verwechseln kann. Also in Straßen, wo Kinder spielen, wo alte Leute spazieren gehen. Also das, wie gesagt, Krieg ist grausam. Und wird von beiden Seiten grausam geführt. Was Lanz hier macht, ist natürlich nur der Gegner, nur der Feind begeht Kriegsverbrechen, typisches Merkmal von Kriegspropaganda, was Lanz hier gerade macht. Darauf wollte ich hinaus. Die Mühe machen, das tun Sie auch bestimmt, kann man auch sich viele Interviews anschauen, ich habe die Gespräche selber geführt zum Teil, reden Sie mal mit russischen Kriegsgefangenen, reden Sie mal mit denen darüber, was die Ihnen erzählen. Ich habe die in Lviv getroffen, die sagen Ihnen, ich komme als Bauarbeiter in den Donbass und dann erzählen die mir irgendeinen Mist von angeblichen Nazis, die ich dort bekämpfen soll und sagen, pass auf deine Baustelle, gehst du bitte nächste Woche, aber jetzt gehst du erstmal kurz an die Front, erledigst für uns in 3 Tagen einen Job und dann kannst du zurück auf deine Baustelle. In ein fremdes Land. Der ist aus Sibirien dahin gekommen, weil in der Ukraine, im Donbass, konnte man gutes Geld verdienen als russischer armer Bauarbeiter aus Buratsin in dem Fall. Und der kommt dahin und wird wenig später an diese Front geschickt. Und dieser Mensch war gezeichnet, so wie alle anderen dort auch, von dieser unfassbar zynischen, ekelhaften Politik dieser Leute da in Moskau. Und der erzählt, und er war nicht der Einzige, der erzählt, wir wurden da in einen Fleischwolf reingeschickt. Von diesen Leuten, von diesem Mann, den wir dann im Hintergrund sehen. Auf beiden? Ja, und die Berichte, die sind auf ukrainischer Seite genauso. So, ganz kurz. Und sagt, wir sind mit 110 Mann da rein und wir kamen zu 10 wieder zurück. Ja, aber gerade deswegen muss man das doch beenden. Weil das so furchtbar ist. Ja, weil das so ein Leid ist. Weil die Menschen da sterben und verstümmelt werden. Der ist da hinten. Deswegen sollten wir aufhören, immer mit dem Finger auf die Ukraine zu zeigen und sagen, pass auf, euch gehen die Leute aus. Die Russen haben da mittlerweile selber ein riesiges Problem. Aber sie haben nicht die Absicht. Sie haben mehr Ressourcen, offensichtlich. Ja, sie haben unendlich mehr Ressourcen. Das ist einfach die Realität. Und deswegen gerade das, was Sie schildern, das ist ja die Realität. In all diesen Kriegen dieser Welt, das ist alles ein unglaubliches Leid. Da werden Menschen getötet, da werden Menschen verstümmelt, sie werden gefoltert. Und deswegen muss man doch alles tun, dass das endet. Und das endet nicht mit moralischen Appellen an Putin, weil der wird seine Truppen nicht zurückziehen, weil wir uns das wünschen. Okay. Sondern wenn, kann man nur realistisch sagen, nur man darum, muss sich arrangieren und einen Kompromiss finden. Sind wir uns alle einig, aber mir geht es darum, einmal zum Schluss dieser Debatte bitte klarzumachen, die Leute, die jemandem wie Selenskyj und auch den Ukrainern dabei helfen, das zu verhindern. Aber dass sie das verhindern passiert. Das doch nicht. Na, was heißt das verhindern? Also die Ukraine, die fischt junge Leute von der Straße und zwangsrekrutiert, zerrt die unter Waffengewalt in irgendeinen Van und schickt die dann fast ohne Ausbildung an die Front. Die werden doch genauso in den Fleischwolf geworfen. Das ist doch jetzt kein anderes Vorgehen als bei den Russen. Obwohl, das ist jetzt Lanz' Argument. Ich möchte nicht,
ehrlich gesagt, dass diese Leute das, in der deutschen Debatte als Kriegstreiber verunglimpft werden. Das möchte ich einfach nicht. Ich finde das nicht in Ordnung. Und da, ehrlich gesagt, auch mal moralisch an dem Punkt. Sie plakatieren das. Lass uns das einfach so stehen lassen. Ich sehe eine große Gefahr für unser Land, dass wir irgendwann im Krieg sind, wenn diese Politik so weitergemacht wird. Aber Sie beschimpfen die Falschen. Sie beschimpfen die Falschen. Das ist das Problem. Herr Barzel. Ja, wenden Sie sich doch an die Regierungen anderer Länder als deutsche Opposition. Kritisieren Sie bitte nicht die deutsche Regierung. Also das ist jetzt hier die Conclusio. Wir waren schon in China vorhin an einem ganz bestimmten Punkt mal. Ja, und auch ein ganz anderes Thema. Wobei sozusagen zu diesem riesigen Konfliktherd, über den wir gerade jetzt auch sehr intensiv uns ausgetauscht haben, um es mal so zu sagen, kommt jetzt eine echte Krise in der deutschen Autoindustrie, insbesondere Schlüsselindustrie in Deutschland. Und ich sag mal, das wird den Druck auf all das und die Frage, wie weiter, noch mal weiter erhöhen. Was passiert da gerade bei VW? Sie sagen, da wurden Milliardengewinne gemacht in den letzten Jahren immer wieder. Aber das ist eigentlich seit Jahren absehbar, dass das genau so eintreten wird. Was passiert da gerade? Ja, was wir im Moment erleben, ist tatsächlich, wenn man so will, jetzt eine wirkliche Zeitenwende auch für die Automobilindustrie in Europa, in Deutschland insbesondere. Und das Ganze spielt sich quasi wie ein Brennglas in China seit Jahren ab. Das hat man völlig unterschätzt. Und zwar, was spielt sich da ab? Die Transformation Richtung Elektromobilität, Richtung Vernetzung. Das hat eine enorme Bedeutung in den letzten 5 Jahren in China bekommen. Dort ist der größte Automobilmarkt der Welt. Dort sind die deutschen Autobauer, Volkswagen vorne ran, lange Zeit Marktführer gewesen. Genau, Volkswagen war doch immer Marktführer in China, hat einen großen Teil seines Gewinns in China gemacht. Wurden das zweite Auto, glaube ich, in China verkauft. 5 bis 6 Milliarden Gewinn wurde bis 2018, 2019 in China gemacht und nach Wolfsburg überwiesen. Jetzt bröckeln diese Gewinne mit großer Geschwindigkeit zusammen, weil eben der Wettbewerb, der einheimische Wettbewerb in China immer stärker wird. Und jetzt kommen die Strukturprobleme in Wolfsburg richtig zum Tragen, die eigentlich die ganzen Jahre ein Stück weit kaschiert worden sind, weil sozusagen das Geld ja floss. Insofern muss man sich jetzt ganz intensiv einerseits mit Deutschland auseinandersetzen, aber natürlich der wichtigste Automobilmarkt ist nach wie vor China und dort kämpfen die deutschen Hersteller. Was hat sich da sozusagen verändert? Welche Rahmenbedingungen? Ich habe dieser Tage eine Zahl gelesen, die ich wahnsinnig beeindruckend fand. Ich glaube, im Sommer jetzt sind in China das erste Mal genauso viele E-Autos zugelassen worden wie Verbrenner. Ist das das Thema? Also das ist das zentrale Thema. Und VW hat vorher Marktführer auf dem Verbrennermarkt, hat jetzt einen Marktanteil bei E-Autos von wie viel Prozent? Ja, Marktanteil ungefähr, der war immer so bei 15-16% sozusagen Marktanteil und ist jetzt ein Stück weit zurückgegangen. Aber gar nicht im E-Automarkt? Wie groß? Im E-Automarkt sozusagen ist der Marktanteil relativ gering. Der ist ein paar 2-3 Prozent. In der Größenordnung jedenfalls also spielen noch keine verschwindend Rolle mehr. Gering. Nee, die Also chinesische KP hat schon seit vielen Jahren gesagt, wir setzen auf E-Autos. Das ist ja eine Entscheidung, die man in China fällen darf. Und VW hat das unternehmenstechnisch verschlafen. Da hat er sicherlich recht mit der Analyse. Ich weiß nicht, ob wir uns das jetzt noch komplett ansehen wollen. Ich meine, ist interessant, aber ist ja jetzt keine große Diskussion mehr. Also lohnt sich, glaube ich, für eine Reaktion jetzt weniger. Ich lasse ihn nur noch ein paar Minuten reden. Mal schauen, was er zu diesem Desaster zu sagen hat. Bei VW muss man dazu sagen, alle unternehmerischen Entscheidungen, die VW trifft, sind auch zu einem guten Stück der niedersächsischen Landesregierung unter Rot-Grün anzulasten. Und das wird sicherlich Thema bei den Landtagswahlen in Niedersachsen 2026 werden. Also das ist der politische Teil, den ich hier, glaube ich, noch mal kurz erwähnen sollte. Aber mal schauen, was er noch zu sagen hat. Top 10 der absatzstärksten E-Autobauer, da befindet sich Volkswagen nicht darunter. Also das heißt, chinesische Unternehmen und Tesla und sonst befindet sich da keiner drunter. Das heißt, derselbe Konzern, der vorher in China Marktführer war und so erfolgreich war, schaut jetzt bei der E-Mobilität hinterher. Ja, ich würde es nicht ganz so extrem sehen, aber man rennt ein Stück weit in China. Man rennt ein Stück weit in China den einheimischen Herstellern. BYD ist ja bekannt, das ist mittlerweile der stärkste Player grundsätzlich in China, aber auch im E-Automarkt jetzt mittlerweile führend. Und das ist in den letzten 5 Jahren passiert. Und das hat man völlig unterschätzt, mit welcher Geschwindigkeit einheimische chinesische Player jetzt stärker werden, auch innovationsstärker werden. Was man auch unterschätzt hat, wie schnell die Elektromobilität an Bedeutung gewonnen hat. Sie haben es erwähnt, im letzten 2 Monaten waren erstmal über 50% Steckerautos, also reine Elektroautos. So nennen Sie die Steckerautos, nennen Sie die? Ja, also reine Elektroautos machen davon 60% aus. Die Plug-in-Hybride sind in den letzten Zeiten ein bisschen stärker geworden. Ja. Es gibt, die Kollegen haben das vorbereitet, es gibt eine schöne Fotomontage, die schauen wir uns vielleicht okay, an. Jetzt leckt das Internet. Also ich glaube, das ist ein guter Moment, um das Ganze hier abzubrechen. Ich sagte ja, eigentlich wollten wir uns anschauen, was er noch zu sagen hat, aber ja.
Aber da das Internet hier gerade Probleme macht, ist es, glaube ich, besser, hier mal einen Cut zu machen. Also, hab noch gerne gehört, oder vielleicht höre ich mir das auch selber noch an, was er noch zu sagen hatte. Aber es sind halt die Probleme, die über VW schon lange Zeit berichtet wurden, dass es diese Entwicklung in China mit den E-Autos verschläft. Aber VW muss jetzt groß investieren. Also in China in E-Autos, in Europa ist die Frage, woran man hier investieren muss. Ist auch sicherlich eine politische Entscheidung der hiesigen Politik. Ist jetzt eine andere Debatte, will ich nicht aufmachen. Aber die Absatzprobleme, die VW in Deutschland hat, die sind, glaube ich, auch auf die allgemeine Konjunkturschwäche hier zurückzuführen. Also darauf, dass vor allem die Ampelkoalition auf Sparpolitik in der Rezession setzt. Also das haut hier in Deutschland nochmal zusätzlich rein. Davon ist die Autoindustrie genauso betroffen wie andere Sektoren. Das vielleicht nochmal dazu. Wie gesagt, was die niedersächsische Landesregierung für alle Entscheidungen von VW mitverantwortlich ist, dass VW jetzt ungefähr 5 Milliarden Euro in den nächsten Jahren einsparen will und jedes Jahr etwa 5 Milliarden Euro Dividende ausschüttet, also in den letzten paar Jahren sogar noch deutlich mehr. Letztes Mal waren es 4,5 Milliarden Euro Dividende, davor so rund um die 9 Milliarden. Also das ist wirklich krass, was VW an Dividende ausgeschüttet hat. Es müsste ein Jahr auf Dividendenauszahlungen verzichten, dann hätte es diese Summe schon eingespart, die es jetzt einsparen will. Und das liegt, wie gesagt, in der Verantwortung der niedersächsischen Landesregierung. Das vielleicht nochmal zu diesem Thema, was jetzt politisch sehr, sehr wichtig ist. Vor allem, wenn man in Niedersachsen lebt, dann sollte man dieses Thema, glaube ich, hochhalten. Das macht das BSW in Niedersachsen übrigens auch. Das, was mich wirklich sehr freut. Mein kurzer Hinweis zu mir selbst, das hatte ich bisher gar nicht gesagt. Ich bin nicht Mitglied des BSWs. Ich sympathisiere aber mit dieser Partei und ja, mit den Ansichten von Sarah Wagenknecht, wie ihr in dieser Reaktion hier bisher sowieso gemerkt haben werdet. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.